Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Try Jump zusammen mit German Let's Play. Hallo. Hallo, finde mich und du kriegst einen Keks. Ich hab dich gesehen, wie du dich versteckt hast. Nee, siehst mich gar nicht. Okay, alles klar. Wir haben eine Challenge. Heute beginnt mit die Challenge-Zeit bei Trial Jump. Ganz, ganz viele von euch haben sich das gewünscht und ganz, ganz viele von euch hatten auch in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder Trial Jump Challenges in die Kommentare geschrieben. Und ich habe wieder Bock auf Challenges. Dementsprechend starten wir damit heute. Manu ist auch ganz heiß drauf. Dementsprechend ist er mit dabei. Und die erste Challenge kommt von Sturmkuchen XD und nennt sich: Hey Bergi, wie wäre es mit einer Trial Jump F5 Challenge? Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Das heißt, wir spielen so in der Third Person. Und Manu, du musst das auch. F5 aktiviert! Sehr gut, Manu. Das heißt, damit haben wir eigentlich die Hälfte der Challenge schon mal geschafft. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie viel wir damit reißen können. Oh Gott, das habe ich halt noch nie gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das kann. Ich habe mal eine Runde Bad Wars damit gespielt. Und ich glaube, es gehört zu den Bad Wars Challenges, die ich am meisten gehasst habe. Folge ging auch irgendwie 50 Minuten, glaube ich, oder so. Was macht denn Realer XD? Der baut uns hier so eine kleine Sauna unten, so eine Herrensauna, oder was? Was ist los hier bei dir? Nee, vor allem das Geile ist, der hat hier echt Schwerter und alles gemacht. Hat er echt? Guck mal, hier ist richtig viel Gold und Eisen, Alter. Was willst du mich verarschen? Ohne Scheiß jetzt. Da ist nicht ernsthaft viel Gold. Hier 11 Gold, 17 Eisen. Ich habe hier einfach mal alles mitgenommen gerade. Was? Er schreibt selber, mein Lager ist so unnötig. Hier ist ein Gegner, oder? Wo denn? Ich raste aus, Alter. Ich raste so aus. Diese Challenge. Chuck, wie hieß er? Bubbleface, Alter. Bubbleface, was? Du hast mein Leben zerstört, Alter. Ich bin tot, Alter. Ich bin tot. Es kann nicht angehen. Es kann nicht angehen! Oh. Aber, also bisher habe ich alle Sprünge geschafft. Ja. Wie komisch sieht das denn ja, aus? Ja, es ist ein völlig anderes Spiel, ne? Ja. Oh. Oh, es ist wirklich lustig. Alter, ich hab's geschafft. Du hast es geschafft, oh, aber jetzt bin ich selbst auch noch gefallen. Leute, das kann ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier gerade einen Error mit einem Modul. Da einfach /fix Gut. eingeben, dann macht ihr das wieder heile. Wollte ich nur mal kurz sagen. Das ist, oh mein Gott, ey. Ich finde das aber eigentlich gar nicht so schwer. Das ist richtig komisch. Ich finde das nice. Ich finde, das könnte mal ein eigener Spielmodus sein, wenn man das so ein bisschen forcen würde. Genau. Ja. Wie willst du das denn machen? Ich glaube, ich mache noch F1. Das finde ich. Oh ne, ist aber nicht so klug. Doch, wobei, F1. F1? Dann habe ich, hab ich das Ding jetzt nicht so im Gesicht. Bei welcher Unit bist du? 3. Ich habe aber gar nichts gesehen, weil da eine Leiter war, die mir alles versperrt hat. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ja, ein bisschen. Okay. Boah, es ist abgefuckt. Also, wenn man damit dann noch Erster wird, Props an. Ja, das ist ja natürlich. Ja, ich habe den Leitersprung geschafft. Oh, ich pack hier fest, Alter. Alter. Okay. Das hat leider nicht geklappt, ey. Jetzt muss ich, mach mal ohne jetzt abzubremsen hier. Mal in einem, wie krass ist das denn? Mann, du fühlst mir nichts aus, Alter. Das ist, glaubt dir doch keiner, wenn du so enthusiastisch bist. Ich hab's geschafft! Oh, das, gut. Das Zoo-Modul. Das ist kein. Ja, keine Ahnung, ich sehe ja nichts. Ich habe ja auch F1 gedrückt. Okay, okay. Mach dir alles nach, Junge. Mann, jetzt bin ich dreimal runtergeplumpst. Ich finde das gerade mega nice. Das könnte echt nochmal so ein bisschen. Ich glaube, ich spiele einfach in Zukunft jetzt mal nur noch so. Immer? Ja, nur noch so. Aber okay. Schaltest du auch an der Tulpe? Wo ist das denn? Nee. Alter. Ich bin gerade in Modul 5 unter Wasser. What? Irgendjemand hat gerade richtig laut geschrien draußen. Scheiße. Das war ich. Ach, das warst du. Ja. Mann, ich schaff den Vierersprung nicht. Ja, Game Over. Oh, Alter, wie soll denn. Alter. Okay, Alter. Ist eine geile Folge auf jeden Fall. Guter Kommentar. Alter, geht das ab, Alter. Was ist denn jetzt passiert? Alter, es ist cool. Aber es ist wirklich nice, Alter. Alter. Ja, das ist super extrem ungewohnt. Ja. Gibt's eigentlich was Neues von dem Mädchen, das da irgendwie. Oh Gott. Was du mir gestern gezeigt hast? Die da irgendwie Help Me und sowas sagt? Die ist halt einfach. Die Frau ist einfach nur komplett geistig durch. Die ballert sich so mit Drogen zu. Das ist mein Fazit, Leute. Das ist mein Fazit. Kannst du die Leute also vielleicht kurz. Kannst du die Geschichte von Anfang an aufrollen für diejenigen, die es nicht wissen, bitte? Oh Gott. Auf einmal geht der Manuel L. Jackson auf Twitter und sieht einen Hashtag trenden: Save Marina Joyce. Und. Guck mir das Ganze an. Super spannend. Also, wow, Entertainment pur. Und da gab es so eine YouTuberin, die hat sich über Monate richtig krass verändert. Und ihr letztes Video war auch so richtig creepy. Also unfassbar creepy. Und sie hat auch irgendwie, oh Gott, blaue Flecke. Und, weiß ich nicht, so 1000 Sachen, die einfach normalerweise aussagen, dass sie entführt wurde oder wird.
ist, oder zumindest, tun. Genau, zumindest irgendwie bedroht wird oder so. Ich bin über das Ziel gesprungen! Bist du bei dem Developer-Modul? Bei den Zahlen? Sechs bin ich. Ja, hier, was ist das? BWL? Oder wie heißt es? Dev-Code? Oder wie? Dev-Kram, ja. Ja, ja, genau. Scheiße. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann da erkundigt. War auch eigentlich der Ansicht, okay, das ist entweder Entführung oder Drogenmissbrauch ihrerseits. Und ja, das war dann irgendwie einen ganzen Tag in den weltweiten Trends. Geht richtig schön ab. Sie hat auch irgendwie 600.000 Abonnenten dazu bekommen. Ich glaube inzwischen sogar noch mehr. 700.000 ja, richtig oder so. Krank. Und ach, sie, wisst ihr, was der jetzt damit finanziert wird? Drogen. Ja, wenn es denn so ist, ich meine, das weiß ja, sie auch nicht. Vielleicht hat sie auch einfach. Guck dir die Interview. Also, es ist, so redet. Also, wenn du entführt wurdest, dann klar bist du vielleicht richtig traumatisiert und komisch. Aber das sieht einfach alles nach Drogen aus. Ah. Es war, ist auf jeden Fall sehr gruselig, weil sie auch so ja. Tweets abgesetzt hat, die, wenn man dann nur irgendwie genau. Die Anfangsbuchstaben like liest. Like den Tweet, wenn du nicht mehr. Nee. Like diesen Tweet, wenn du dir nicht anders zu helfen weißt und du entführt wurdest. Und das hat sie halt geliked. Ja. Oder streich dir dann und dann durchs Haar, wenn du dringend Hilfe brauchst. Aber gleichzeitig liked sie halt auch so Sachen wie Marketing Queen. Deutsche Sachen, ja genau. Und deutsche Sachen irgendwie auch, die sie gar nicht versteht. Ist auf jeden Fall eine super komische Geschichte. Und ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, wenn ihr wisst, wovon wir sprechen. Was ihr für einen Verdacht habt, würde mich mal interessieren. Oder ihr schaut es euch einfach mal selber an. Also es ist sehr, sehr gruselig und man sollte natürlich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber ja, aber guck mal, wir haben jetzt schon einiges von ihr gesehen, ne? Und also klar, es kann ja sein, dass sie auch entführt wurde oder ist. Aber Drogen sind halt trotzdem noch im Spiel. Du guck sie dir doch mal an, bitte. Und sie wiederholt auch alles so komisch und guckt so komisch. Ist einfach, Mann. Ich finde halt einfach diese Vorstellung, dass wenn jemand irgendwie einen anderen Menschen entführt, dann das Risiko eingeht, dass die noch irgendwie an Millionen von Zuschauern irgendwie Videos abschicken. Ja, Millionen nicht, ne? So groß war sie jetzt nicht. Ah, die war aber vorher gar nicht so groß, ja? Nee, gar nicht. Okay. Also, weiß ich nicht. Okay. 300.000 hatte die. Ja. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass es dann irgendwie in ein paar Tagen heißt, so, Psychologiestudentin, it's a prank, genau. Genau, eine Studie für ihr Diplom. Bist du, bei welchem Modul bist du? Bist du schon mal im DeLorean? Vermutlich, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Sorry. Oh, das ist ein richtig fieser Sprung. Aber es ist einfach abgefuckt. Es ist richtig abgefuckt hier. Ja. Was wir noch an Challenges spielen werden, kann ich euch jetzt schon sagen, ist, da kam ich überhaupt erst drauf, da gibt es ja doch Potenzial offensichtlich. Zum Beispiel einfach mal komplett ohne Rüstung, also mit der schwächsten Rüstung und sowas ins Deathmatch zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass es doch super einfach ist. Ja, aber dann mit extra Herzen, ne? Mit genau, dann aber mit ganz, ganz vielen extra Herzen und dann einfach zu warten, so ein bisschen, dass die Leute sich gegenseitig töten und dann halt einfach abzustauben. Das haben wir nämlich vorhin, das könnte man Manu sehen. Also, dass er endgültig stirbt. Genau. Und das ihr dann die Items bekommt. Ja, das war schon krass, ey, wie du equipped warst und. Ja, und dann sind wir noch ins Finale gekommen. Ja. Das war ganz nice. Oh! Oh, Alter, okay, alles klar. Oh Gott. Oh. Die ist auch noch keiner zugemacht hat, oh. Ne? Ich glaube, ich bin auch. Oh, der letzte Sprung. Ich glaube, ich bin so. Ich glaube, du bist rechts neben mir, kann das sein? Ja, wenn wir in der Party sind, klar. Als du rumgeheult hast? Ja, du bist rechts neben mir. Guck mal nach links. Hi, Manu. Ja. Nein! Jetzt hast du mich natürlich aus dem Konzept gebracht. Aber es müsste eigentlich auch leichter geworden sein. Oder vielleicht auch eine coole Challenge. Einfach mal alles beim ersten Mal. Wird bestimmt mit der Aufnahme richtig viel Spaß machen. Oh. Da bin ich schon mal nicht dabei. Ah, was mach ich denn? Oh Gott. Okay, da ist eine Leiter. Alles klar. Das habe ich. Ich bin beim letzten Modul, beim Enderdrachen. Der ist aber. Weißt du was? Weißt du was? Oh Gott, ich hab's. Ich opfer jetzt die drei Leben, die ich habe. Und ernsthaft? Ja. Um das einfach. Ich will, wenn ich das jetzt noch als erster schaffe. Dann wäre das, was wäre das für ein krasser Hammer, Alter? Dann gehe ich in die Annalen der Minecraft Super PvP Pro Player ein. Das wär's, Alter. Oh nein! Och Mann! Als ob, jetzt hat es einer geschafft, aber wir sind beim letzten Modul. Wie krass ist das denn? Ja, das haben wir wirklich gut gemacht. Das Im Deathmatch bleibt's so, ne? Im Deathmatch ziehen wir auch noch so durch. Ja, okay, aber einkaufen haben wir jetzt mal kurz ohne. Ja, oder? Natürlich, das darfst du machen. Das darfst du ausnahmsweise. Ich hab einen Bogen. Und Pfeile. Oh, das ist gut. Das ist gut. Kein extra Leben und nur ein verzaubertes Schwert. Wie heißt du denn? Ich guck einfach mal selber. Lookbook. Hey, ich bin der Bombsnacker. Okay, lass uns mal gucken. Oh Gott, okay, erstmal treffen. Bist du das? Ja, das bin ich, okay. Dann lass auf den, der neben dir ist.
Wie schlägt man denn? Wo treffe ich denn? Wie treffe ich denn? Linke Maustaste. Direkt vor mir. Achso. Ich booste dich. Ja, mach. LOL. Ist das lustig. Oh Gott. Oh Gott, was? Wir haben uns getrennt, Manu. Wohin gehst du denn? Wir haben uns getrennt. Ja, ja, wir mussten, weil ja, ich muss jetzt auf eigenes. Ich bin hinter dir. Ich muss jetzt auf eigene Nahrungssuche gehen hier. Nee, ich bin hinter dir. Okay, da kommen richtig viele entgegen. Ja. Ja, da können wir Reste snacken. Da können wir Reste snacken. Rein. Oh, das ist krass, wenn wir das gewinnen würden. Ich hab einen. Ich hab auch einen, glaube ich. Der rennt. Ja, ich boost dich. Ja, nice. Der war ganz gut. Nice. Aber ich habe ihn nicht getroffen. Glaub, aber der rennt gerade nochmal in drei Leute rein. Aber warte. Sorry. Schlag mich doch nicht. Ich hab ihn. Ja, aber alles gut. Zwei Herzen. Gib mir was zu essen, bitte. Ja, hier. Warte, mach. Hinter uns kommen Leute. Ich seh's. Okay, nice. Ich hab nur 7,5 Herzen. Ach so. Okay, wir können rauf. Warte, lass sie empfangen. Okay. Alter. Scheiße, oh, ist das. Oh, Entschuldigung. Du triffst mich. Ich versuche. Man kann ja gar nicht mit dem Bogen treffen. Ich bin aber direkt wieder hier. Ja. Lol. Ich hab ihn. Geh auf den Dragon. Ja. Hast du. Nice. Hast du ein Eisenschwert mit Schärfe 2? Da kommt einer. Nee, hab ich nicht. Kann ich dir gleich geben? Ich brauch Hilfe. Ja, wir müssen weg. Ja, wir müssen weg. Lass rennen. Ich baller mal irgendwie rein. Die kriegen mich, Manu. Die kriegen mich, Manu. Oh, ich hab meinen Helm. Ah, okay, ich bin wieder direkt hier. Und ich dachte, nein, Manu, ich sterbe. Okay, nicht schlagen, nicht schlagen. Oh Gott, ich hab drei Herzen. Ich muss weg hier. Ja, renn. Alter. Das ist ja. Ich hab nur drei Leben. Ja, das ist nicht schlecht, Alter. Ich muss mal kurz gucken. Da kommt einer. Oh, ich hab F5 gedrückt. Das darf ich gar nicht. Change this way. Ich hab. Alter, ich weiß jetzt, wie man damit trifft. Was mach ich denn? Hab leider keine Fall. Komm. Ja, Mann. Ich war nicht in F5 drin, Alter. Alter. Okay, kommt nicht hinter uns. Ja, ich geh auf den Typen hier. Hinter dir, warte, ich komm. Geh weg. Oh kannst du mich boosten? Bin fast tot. Da lag eine Angel. Nee, dann schlag ich dich. Nee. Schlag mich. Okay. Ja, jetzt hier im Tunnel nicht. Ja, jetzt. Ich weiß. Hinter uns ist übrigens einer. Oh, Entschuldigung. Hinter uns. Gott, okay. Ich sterbe. Du bist. Oh nein, gekillt. Entschuldigung. Bist du bereit? Jetzt ist gut. Renn. Okay, ich renne weg. Egal. Okay. Aber warte. Es ist echt so verwirrend. Ja, ich hab ihn. Nice. Ich hab ihn. Er ist komplett tot. Ich kann ihn nochmal boosten. Ja, warte. Ich wusste nicht. Oh Gott, okay. Dann renn lieber. Nee, wenn du jetzt wenig Leben hast, dann hör auf. Ja, egal, aber ich bin ja voll. Die gewinnen einfach. Ja. Wie übertrieben ist das denn? In der 5. Schlag mich mal. Nee, mit dem Schwert will ich das. Ja, nur das muss aus der Hand, raus. Alter. Okay. Ah, nee, okay, oh Gott. Ich hab einen Eimer. Nice. Er mich aber auch. Nice. Warte. Lass mich mal kurz regenerieren jetzt, Alter. Okay. Oh, jetzt ich cheate immer, weil ich aus der 5 vorausgehe. Hast du gerade einen Pfeil auf mich geschossen? Ja, einmal. Nice, aber ich habe nicht getroffen, auch der einzige, den ich hatte. Okay, gut, ich bin soweit. Ich bin soweit, Manu. Ich hab einfach fast 60 Fleisch. Das ist nice, Alter. Ich bin noch gar nicht vollgereckt, vielleicht soll ich es lieber lassen, ey. Ja, warte ruhig, bist du vor. Hast du extra Leben? Nee, hab ich nicht. Ah, ich auch nicht. Okay. Manu. Die wir einfach gewonnen haben. In der 5. Ja, das ist echt krass. Okay. Was ist Jump'n'Run geschafft, hallo? Hi. Ich renne weg, Manu. Warum? Komm her, Alter. Oh Gott, komm Alter. Ich hab nur eine. Nein! Du packst mich immer in diese Kombos, Alter! Es ist unfassbar! Alter! Ach, krass. Mann, ey. Du bist einfach. Ey, das wird so gut. Ungewohnt sein, jetzt wieder in der First Person zu sein. Das stimmt. Ich spiel's aber nur noch so. So, Leute. Und ich werde jetzt noch zur Feier des Tages, weil ich gerade sehe, dass ich genügend Coins habe, noch eine Kiste aufmachen. Und vielleicht kriege ich endlich die Fledermaus. Das wäre der absolute Hammer. Warte, Alter. Ich will auch eine Kiste öffnen. Hol die eine, Manuel. Hol die eine. Ja, hab ich. Hallo, Katze. Oh. Du kannst nicht rein, Alter. Komm schon. Bitte. Legendär, das. Herr Bettmann gewesen. Bitte. Was ist das? Goldener Weg? Digga, wie geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ganz, ganz wichtig, schreibt jetzt euren Challenge-Vorschlag nicht nur ausschließlich für Tryjump, gerne auch für andere Spielmodi. Wichtig ist nur, dass ihr dann am besten immer davor schreibt, Tryjump Challenge, Bad Wars Challenge, Action Challenge, Master Builders Challenge und ich kam mir ein bisschen was raus. Ich habe wieder Bock auf Challenges, Leute. Und dann hören wir uns demnächst in einem anderen Challenge-Video wieder. Schaut bei Manu vorbei. Ich bin ja zu alt für diesen Scheiß. Macht's gut, bis dahin. Und jetzt muss ich mal gucken. Tschüss.